Was? Oh, oh, oh. Also wenn er jetzt ein bisschen... Jetzt geht's rund. Erst die Oma, dann der Hund. Wir switchen rüber und let's rock. In Toms Topf? Okay. Ah. Eines Tages dachte Tom an Tom. Ich denke auch jeden Tag an mich selber. Das Beste, was... Beste, was du machen kannst, du musst nicht an andere denken. Das so nicht. Er machte einen Spaziergang, aber Tom wollte ihm nicht mehr aus dem Topf gehen. Wie, der setzt sich selber in den Topf? Ist ja interessant. Wie kommt ein Papa Woods George Pepper dahin? Was ist hier wieder los, Alter? Da trat er seinen Freund den Müll. Der trifft immer... Der hat nur Müll als Freund. Der trifft überall Müll. Oh, schon wieder sowas. Irgendwo erkenne ich das. Oh, Pepper. Hallo Müll. Heute habe ich irgendwie Gas im Kopf. Fopf. Da solltest du mal zu Herrn Doktor gehen. Hallo. Okay. Tom hielt das für eine Idee. Der Müller gab ihm einen Honig. Alter, ich würde das nicht essen. Das leuchtet so wie Dings. Wie ist das? Das grüne Zeug, was leuchtet und, oh, jetzt wisst ihr mal, wie das hieß? Atommüllflüssigkeit. Keine Ahnung. Brot. Das ist mit deiner Arme weg. Mit Marmelade. Ich glaube, der Stotter, der Sprecher hat ein bisschen stotterig. Aber nur beim Sprechen. Warum denken die dauernd an den? Also so ein bisschen bin ich verwirrt. Was? Oh, oh, oh. Also wenn er jetzt ein bisschen so denkt wie ich, dann denkt er jetzt auch so pervers wie ich denke, weil dann denkt er dasselbe wie ich gerade. Hallo, da bin ich wieder. Der ein oder andere von euch hat es vielleicht mitbekommen, dass ich mir vor ein paar Wochen einen Doktortitel erschlichen habe. Aha. Darf der das? Ich bin total verwirrt. Warum hat er jetzt ein Kondom auf dem Kopf? Ist das noch im journalistischen Rahmen? Ja. Lass mich auch mal sehen. Er guckt sich jetzt den Kopf rein oder was? Du bist ja auch ziemlich groß auf jeden Fall. Ja. Voll klein. So, ich meine so. Ja, okay. Das ist der. Der hat komische Gedanken im Kopf, Alter. Ist das noch im journalistischen Rahmen? Nee. Nein, Herr Doktor. Sag ich doch. Erdbeermarmelade wurde mit Honig. So eins würde ich jetzt noch gerne. Sag mal, ist das das Einzige, was der frisst? Hurra! Woher stammt das überhaupt? Was ist das überhaupt in Wirklichkeit? Ich kenne das nicht. Ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig nicht. Und Soße. Nicht. Also Brot mit Soße esse ich auch gerne. Hatte ich vorhin erst mal geil. Ein ganzes Erdbeermarmeladenbrot mit Honig. Und es schmeckte so gut wie ein halbes... Ich esse sowas doch nicht lieber. Ich wollte es mal probieren, habe ich mir gerade gedacht. Aber wenn ich sehe, was hier mit den Leuten passiert, dann halte ich mich davon lieber fern. Also das Soßbrot, ja, das schmeckt geil, aber sonst... Diese Folge, wie schmeckt's gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Du hast richtig reingeschissen. Was? Naja, es geht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn ihr nicht getan, abonniert dies und verabschiedet mich und bin damit raus.